Im letzten Video haben wir einen Server gebaut auf der Basis von TCP-Sockets, der war aber noch single-threaded. Und wir würden den jetzt in diesem Video umbauen zu einem Multi-Threaded-Server, sodass der mehr als einen Client verarbeiten kann. Ich führe mal ganz kurz das Verhalten von dem jetzt noch single-threaded-Server vor und danach werden wir das Verhalten reparieren. Sie sehen hier nochmal den Code aus dem letzten Video. Ich habe also einen Server gebaut, einen Server-Socket, der hört auf diesen Port 1024, macht ein paar Streams auf und benimmt sich im Grunde so wie so ein Echo-Server. Also schickt dem Client, der sich hier anmeldet, die Daten, die der Client geschickt hat, wieder zurück und klebt noch ein Echo davor. Und man kann ihn mit Exit beenden. Ich starte mal den Echo-Server. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Log-Ausgabe eingebaut. Und jetzt arbeite ich mit dem Client Putty. Der Client ist gestartet und jetzt kann ich irgendwas eingeben. Hallo Server, ich bin's, der Client. Also alles prima, aber stellen Sie sich jetzt vor, normalerweise brauche ich einen Server, damit er mit mehr als einem Client reden soll. Also starte ich einen zweiten Client. Und wie man jetzt sehen kann, bei dem zweiten Client, der hat zwar einen Eingabepuffer, wo ich irgendwas eingeben kann, aber letzten Endes reagiert der Server nicht drauf. Ist auch irgendwie klar, denn wenn man sich jetzt den Server anschaut, ist da ja nichts drin, was jetzt irgendwie auf den zweiten Client reagieren kann. Also das heißt, der nimmt hier genau einen an und redet dann mit dem weiter. Also müssen wir den jetzt zum Multithreading fähig machen und zum zweiten müssen wir hier nochmal diese ganzen lausigen Sicherheits- und Ressourcensachen und Fehlerbehandlung noch einbauen. Also, womit fangen wir an? Erstmal machen wir eine vernünftige Fehlerbehandlung rein. Das ist mal so das Erste. Das heißt, ich kopiere jetzt hier mal den Server in den Try-Catch, dass der Server dann sauber runtergefahren wird, beziehungsweise dass hier ein automatisches Close erfolgt. Und im Falle eines Fehlers will ich das loggen. Also verwende ich hier auch meinen Logger. Und jetzt geht es darum, jetzt wollen wir multithreaded arbeiten. Das heißt, jetzt kommt das Executor-Framework wieder zum Tragen. Das heißt, ich mache jetzt hier private static. Ich mache es jetzt mal so, dass man da relativ leicht rankommt. Static executor service exe gleich executors. Und jetzt nehme ich hier, das ist vielleicht noch interessant, jetzt nehme ich hier ein Fixed-Size-Thread-Pool, denn ich will jetzt meinen Server natürlich in der Last begrenzen. Also wenn ich jetzt Cache-Thread-Pool nehme, könnten sich ja 10 Millionen Clients anmelden gleichzeitig und was machen wollen. Das will ich ja verhindern. Ich will nur eine begrenzte Menge an Clients zulassen, um die Hardware, auf der Server läuft, nicht zu belasten. Und deswegen nehme ich jetzt hier ein Fixed-Size-Thread-Pool. Lassen wir mal 10 Clients zu. So, das heißt, jetzt haben wir mal einen Executor, mit dem wir was machen können. Und das heißt, jetzt geht es ja nur darum, dass wir jetzt Clients abspalten. Das heißt, wir müssten jetzt im Grunde hier den Code, den Sie hier sehen, der Code, den ich da markiert habe, der muss jetzt ja in eigenen Thread raus. Das geht relativ einfach, indem ich hier sage Refactor Extract Method. Und jetzt nennen wir das Ding mal Handle Client. So. Jetzt läuft die Methode natürlich noch nicht in einem eigenen Thread, aber wir haben sie jetzt zumindest schon mal ausgelagert. Und jetzt können wir überlegen, was müsste man denn tun, um die in einen eigenen Thread zu packen? Naja, ich muss ein Runnable zum Beispiel verwenden und dieses Handle Client in einem eigenen Runnable ausführen. Machen wir das mal. Ich nehme den Executor, sage Execute. Und dann sage ich hier, ich erzeuge jetzt hier mal mit einem Lambda einen Runner
Und der soll sozusagen das Handle-Client machen. Das heißt, jetzt haben wir so das Handle-Client schon mal einen eigenen Thread gestopft. Damit. Jetzt mag er das natürlich noch nicht, weil die Exception noch nicht gescheit behandelt wird. Das kriegen wir sozusagen mit dem Executor nicht hin. Das heißt, ich muss jetzt hier in die Handle-Client-Methode nochmal eine Fehlerbehandlung einbauen. Und das ist sowieso nicht blöd, denn wenn Sie hier den Code mal anschauen, ist auch da noch keine Fehlerbehandlung drin und auch kein gescheites Ressourcenmanagement. Denn wenn ein Handle-Client verlassen wird beispielsweise, will ich ja auch, dass die ganzen Verbindungen geschlossen werden und dass die ganzen Sockets wieder freigegeben werden und all diese ganzen Ressourcen wieder freigegeben werden. Also machen wir das jetzt mal wieder try-catch mit Resources. Try. Runde Klammern. Sagen dann bauen wir das sozusagen hier mal in ein Try Catch with Resources ein. Catch IO Exception. I. Und dann machen wir hier einfach wieder ein Logging. Logger.log level severe e.getMessage. So. Jetzt haben wir also erstens eine Fehlerbehandlung eingebaut, natürlich noch eine relativ banale. Und wir haben eingebaut, dass der, wenn irgendwie ein Fehler passiert, zumindest in die Logdatei was schreibt. Und sobald die Handle-Client verlassen wird, also der irgendwie mit einer Exception rausfliegt, oder sozusagen so terminiert mit Exit, dann werden die Ressourcen alle freigegeben und der Socket wird sauber beendet. Jetzt ist das Layout noch nicht so schön, das machen wir vielleicht noch mal kurz. Wir sagen jetzt hier Code, Reformat Code und dann haben wir es. So. Was ist jetzt noch zu beachten? Jetzt haben wir schon mal das Client, den Client in eigener Thread ausgelagert. Man kann den Client nach wie vor mit Exit beenden. Ich habe hier einen Contains drin, nochmal, dass also, falls da irgendwie noch ein Catch Return Line Feed in die Quere kommt, dass der das auch verkraftet. Schauen wir uns mal den Code hier oben an. Kann man da noch was machen? Vielleicht noch Folgendes. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, soll der alle Threads sofort beenden. Das heißt, jetzt können wir da noch mal terminiert das Teil sauber. Muss also da noch mal kurz gucken, kommt der aus allen Endlosschleifen wieder raus, falls welche da sind. Wird der Server dann sauber terminiert? So. Also machen wir das nochmal. Das heißt, hier würde sich anbieten Exe. Punkt. Und jetzt warten, sind wir, sagen, machen wir dann hier vielleicht noch einen Shutdown. So. Sind wir jetzt fertig? Schauen wir nochmal kurz durch. Jetzt haben wir hier eine Endlosschleife. Vielleicht hier noch. Da könnte es sein, dass man den vielleicht terminieren muss. Also könnte man hier noch in die als Abbruchbedingung reinschreiben. Not thread, current thread. Punkt. Is interrupted. So, also das heißt, dann haben wir hier alle Möglichkeiten geschaffen, um auszusteigen. Schauen wir hier oben nochmal beim Server. Wenn wir jetzt das Verhalten nochmal genauer anschauen, dann läuft ja das Programm hier genau einmal durch, holt sich einen Client und führt den Client dann in eigenen Thread aus und dann ist das Programm im Grunde fertig. Die Frage ist halt, wollen wir das Verhalten so haben? Oder muss das anders aussehen? Jetzt habe ich hier zum Beispiel erstmal Shutdown Now eingetragen, nur im Fehlerfall, aber eigentlich soll das Programm sich auf jeden Fall beenden, wenn er aussteigt. Also insofern ist das Shutdown Now da falsch, sondern wir brauchen hier doch mal wieder ein Finally. Und da kommt das Shutdown Now rein. So. Dann muss man sich hier nochmal anschauen. Bisher haben wir die Funktionalität ja so gebaut, dass sich hier eh nur ein Client verbinden kann. Also muss jetzt hier um die beiden eigentlich noch eine Endlosschleife drumherum, dass der immer wieder Clients verbindet. Das machen wir nochmal schnell. While not thread, current thread.is interrupted. Wir machen ja kein while true mehr. Das ist ja böse sozusagen. Und jetzt machen wir hier noch einen Code, Reformat Code. So. So, wenn wir jetzt das mal anschauen, jetzt können sich sozusagen unendlich viele Clients verbinden. Die Clients werden jeweils dann ausgelagert in eigene Thread über das Executor Framework, bis man halt 10 Threads hat. Und
Der einzelne Thread wird hier mit einer quasi Endlosschleife abgefrühstückt, es sei denn, jemand steigt mit Exit aus. Okay. Dann starten wir den Server mal und hoffen, dass er dann funktioniert. Das erwartete Verhalten wäre es ja, dass ich mehr als ein Client verbinden kann. Ich hatte Ihnen ja am Anfang vorgeführt, dass das Ding abstürzt oder die zweite Telnet-Session nicht angenommen wird. Und jetzt versuchen wir das mal mit zwei Telnet-Sessions und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Localhost 2.4 Telnet. So, schauen wir mal mit einem Client. Server meldet sich korrekt. Hallo IBIMS. Hallo du. Da, ich bin der Gerd und so weiter. Also das Ding scheint korrekt zu funktionieren. Das hat ja vorher auch schon funktioniert. Jetzt brauchen wir den zweiten Client. Putty. Jetzt wird es erst spannend. 1024 und Telnet. Wieder ein Open. Sie sehen, jetzt reagiert er da auch. Hallo IBIMS, der Server. Hallo I. BIMS 1 Client und so weiter. Also das scheint zu funktionieren. Jetzt gucken wir mal nach, ob sich jemand beenden kann. Exit. Sie sehen, der Client hat sich korrekt terminiert. Ich beende den Client, der beendet sich korrekt. Wenn ich jetzt hier wieder Putty mache, müsste man sich auch wieder neu. Geht. Huhu. Und so weiter. So, das Einzige, was wir jetzt noch nicht im Griff haben, ist, man kann jetzt den Server selbst noch nicht runterfahren. Das heißt, wir kommen hier höchstens in dieses Shutdown Now im Fehlerfall. Da müsste man jetzt, aber das mache ich in dem Video nicht mehr, noch so was wie einen Shutdown einbauen, dass man auch den Server selbst runterfahren kann. Aber Sie haben gesehen, ich habe ein bisschen Multi-Threaded-Server machen können. Die Threads konnten sich oder die Clients konnten sich per Telnet sauber verbinden. Ich konnte die Verbindung sauber terminieren. Und wie gesagt, Arbeitsaufwand, lassen Sie es reines Coding, vielleicht 5 bis maximal 10 Minuten, wenn man halbwegs weiß, was man tut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht es dann mit dem Thema UDP.